Mein Fan hat mich gescammt. LOL, er schenkt uns Pets, was? Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spielen wir wieder Ninja Legends. Und ja Leute, heute versuchen wir mal wieder gescammt zu werden. Und ja, mal schauen, wen wir so treffen, wen wir so antreffen. Und dafür habe ich mir natürlich einen neuen Account erstellt, weil letztes Mal war es ja Anne die Tanne. Aber ich glaube, den Account kennen jetzt schon viele und deshalb dachte ich mir, erstelle ich einfach einen neuen. Heute haben wir einfach den Corona-Opa. Gerade ist ja so ein bisschen kritisch so. Und deshalb dachte ich mir mal, okay Leute, mache ich das einfach mal so. Und ja, habe ich mir einfach diesen Namen genommen. Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen leveln, weil wir dürfen ja nicht als kompletter Rookie dann da rein starten, weil das würde ja nicht so viel Sinn geben. Aber Leute, wir müssen jetzt ja eh Pets mit meinem Hauptaccount rübergeben und das werde ich direkt jetzt mal tun. Und ja Leute, dafür join ich jetzt mit meinem Handy in die Lobby hier rein, mit meinem Hauptaccount. Okay Leute, jetzt rüber, join Game und dann joinen wir. Ihr seht das natürlich gerade nicht, aber hier wird gleich mein Hauptaccount erscheinen. Da ist er auch schon, Leute. So, jetzt werden wir hier den ganzen traden, boom. Und boom. Und jetzt, Leute, geben wir uns hier einfach 6 davon. Boom, boom, boom. Und, Leute, hier von diesen Pets könnt ihr sogar 12 Stück in den Kommentaren gewinnen. Dafür einfach einen netten Kommentar schreiben mit deinem Roblox-Namen, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und dir wieder einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Schaffen wir die 1000 Likes? Schaffen wir das? Leute, haut einfach mal den Like-Button blau. Und ja, Leute, hier von diesen Pets, wie gesagt, verlose ich 12 Stück in den Kommentaren. Und die sind schon nicht schlecht, würde ich an der Stelle mal behaupten. Equipen wir die ganz kurz und dann leveln wir mal kurz so hoch, dass wir hier unten nicht mehr weiterkommen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier mal hin, können uns einen Grass super kaufen, weil wir wollen ja nicht als kompletten Noob einsteigen, Leute. So, Leute, jetzt hier den Appearance, jetzt den Samurai, auf jeden Fall. Unsere Pets sind so gut, dass wir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viel Geld bekommen. Jetzt Shadow, Leute, da unten gehen die Badges nach oben. Wir kriegen die ganze Zeit die Badges hier. Jetzt den Ninja, Leute, den Ninja können wir uns auch noch leisten. Und machen wir bis zum Master Sensei oder sowas. Hier ist der Sensei, Leute, und hier ist der Master Sensei. Warte, wobei, wir machen einfach so weit, bis wir einfach nicht mehr weiterkommen. Das heißt, wir holen uns jetzt hier noch den hier. Und Master, komm Leute, einfach bis zum Master of Shadows, weil warum denn noch nicht? So, wobei, komm, bis zum Immortal Assassin geht auch noch. Ja, okay Leute, Immortal Assassin reicht aus. Jetzt suche ich auf jeden Fall mal nach einer Lobby und mal schauen, wen wir so finden, der uns scammen wird. Weil Leute, niemand, wirklich niemand, keine Seele, Jojo möchte, dass er gescammt wird. Und deshalb suche ich jetzt mal jemanden, der mich scammt. Okay, Leute, ich habe gerade irgendwie eine halbe Stunde oder sowas gesucht. Und Leute, jetzt bin ich in der Lobby gejoint und hier ist LW Simulator. Hey, hat wer Pets für mich, fragt der. Und Leute, ich glaube, da haben wir unseren Kandidaten für diese Folge. Schreiben wir, yo, hab ich, grüß dich. Mal schauen, ob wir uns versuchen, wir zu scammen oder nicht. Ich frage mich auch, wozu der die Pets braucht. Ich schreibe mal, wofür denn? Ich denke mal, er wird die Kisten einsammeln wollen. Vielleicht will er sie uns aber auch klonen, aber das würde keinen Sinn geben, weil sonst wird er ja nicht fragen. Welchen Rang hat er denn? Okay, er ist Immortal. Ah ne, das bin ich. Er ist Chaos. Chaos irgendwas. Also Chaos ist schon ziemlich gut. Für die Kisten. Ah, achso, okay. Achso, okay. Ich bin zwar nicht so gut, aber ein Freund hat mir ein paar Pets gegeben. Ich kann sie dir kurz ausleihen. Ich werde ihn gleich mal suchen. Er schreibt danke. Okay, dann traden wir ihn jetzt mal, Leute. Der LW-Simulator. Ich denke mal, das LW steht für langweilig oder sowas. Geben wir ihm jetzt einfach alle unsere Pets, Leute. Drücken auf Yes. Okay, Leute, er hat angenommen. Okay, vielleicht hat er uns jetzt gescampt. Ich habe echt Angst, Leute. Wobei, ich will ja gescampt werden eigentlich. So, Leute, gehen wir ihn mal suchen. Wo ist er? Ich denke mal, der wird jetzt so zu einem Portal laufen. Gehen wir einfach. Warte, ich kann mir gerade mal die Double Jumps holen. Wobei, ich brauche erstmal ein bisschen Geld. Dann kann ich mir die Double Jumps holen. Hol ich mir mal hier einen besseren Belt noch. Und noch ein besseres Schwert. Und jetzt gehe ich mal hier die Double Jumps holen. Alter, jetzt müsste der eigentlich hier irgendwo rumspringen. Da hinten ist er, glaube ich. Da ist er. Okay, geht auf die Insel hier. Oh, hier ist er, Leute. Lol. Okay, geht auf die Insel. Ich hoffe, der scammt uns nicht, Leute. Wobei, doch, ich hoffe, dass er uns scammt. Okay, Leute, wie sieht der aus? Er läuft hier rum. Lol, er hat einfach mein Merch an, was? Er hat einfach mein Merch an. Was zum... Als ob der einfach mein Merch an hat. Und ich habe dieses Pizza-Ding hier an. Schreibt danke nochmal, okay. Leute, wenn wir schon bei meinem Merch sind, ihr könnt gerne mal hier bei der Suche einfach nach Jojo Army suchen und das Ganze dann in Gruppen. Und dann seht ihr hier schon meine Gruppe, Leute. Die Jojo Army mit 12.000 Mitgliedern. Könnt ihr gerne einfach hier auf den Join-Knopf drücken.
dann müsst ihr hier dieses Verifizierungsding hier richtig drehen, einfach hier diese Tiere oder was auch immer da kommt, einfach richtig rumdrehen, dass sie richtig stehen. Und dann seid ihr schon kostenlos in dieser Gruppe hier drin, falls ihr einen Roblox-Account habt. Falls ihr ein paar Robux habt, könnt ihr hier in den Store vorbeischauen und euch hier was kaufen, wenn ihr das möchtet. Hier sind ganz coole T-Shirts, eins davon hat er sogar an und das überrascht mich gerade selber. Es ist einfach anscheinend ein Fan von mir, Leute. Außerdem könnt ihr hier auf JojoCraftAP auf mein Profil gehen, Leute. Und ja gut, das hier ist... bisschen getaggt. Was ist hier passiert, Leute? Eigentlich dürfte das nicht so sein. Da müsste eigentlich was anderes stehen. Naja. Könnt ihr auch gerne hier auf die drei Punkte und dann auf Folgen oder Follow drücken, Leute. Und dann folgt ihr mir auch schon kostenlos. Dann könnt ihr auch in meinen Spielen nachjoinen. Danke auf jeden Fall dafür. Wie gesagt, hier meine Gruppe. Auch alles in der Beschreibung verlinkt, Leute. Und ja, mal schauen, hat er noch irgendwas geschrieben? Ich schreibe nochmal, kein Problem. Leute, ich glaube echt, dass... Ich weiß nicht, ob wir uns gescampen, weil er ist freundlich, Leute. Natürlich, meine Fans sind immer freundlich. Natürlich, Leute. Ihr seid immer freundlich, ihr scammt ja nicht. Und Leute, scammen ist auch nicht gut. Und, was ich nochmal zum Thema Scam sagen wollte, gebt niemandem eure Pets für Kisten einsammeln oder sowas, nicht mal euren Freunden. Ich krieg oft geschrieben, dass selbst die Freunde von den Leuten einfach gescammt haben. Einfach die Freunde haben die eigenen Freunde gescammt und sowas geht nicht, Leute. Da oben springt er rum. Boom, landen wir mal hier. Ich schreibe hier mal, kannst du mir die Pets wiedergeben? So, ich denke mal, der hat jetzt alle Kisten eingesammelt. Das wäre, glaube ich, jetzt der Zeitpunkt, weil der ist hier schon wieder am Farmen. Ich schreibe, nein, noch nicht. Okay, Leute, ich glaube, der will uns. Ich glaube, der scammt uns. Wobei, es wäre nicht so nice, wenn einfach unser Fan. Der weiß ja nicht, dass ich Jojo bin, aber. Ich wäre einfach von meinem eigenen Fan gescammt. Oh mein Gott, Leute. Er ist hier am Farmen, er ist hier am Farmen. Ich schreibe mal, hast du mich gescammt? Hat uns einfach gescammt, Leute. Schreibt nein. Okay, Leute, dann warten wir doch mal, hoffen wir einfach mal das Beste, dass er uns einfach nicht gescammt hat. Dann lassen wir mal sein Ding machen. Aber Leute, er ist einfach ein Fan von mir. Ich frage ihn gleich mal, ob der JojoCraft kennt. Das bin ja eigentlich ich, aber er weiß ja, wie gesagt, nicht, dass ich das bin, weil ich ja mit einem anderen Account hier bin, Leute. Bin mal gespannt, Leute, wir können ja mal hier die Shurikens kaufen gehen. Dann können wir den gleich mal ein bisschen abwerfen. Holen wir uns hier ein bisschen Chi. Holen wir uns das G. Wobei, wir haben ja gar keine Pets gerade equipped. Aber, Leute, wir haben keine Pets equipped. Wir haben nur ein bisschen besseren Rang. Und das 10.000-fache Event. Aber guck mal, wie viel G wir hier bekommen. Aber, ja, stimmt. Wir haben ja hier SE-G, Leute. Lass einfach mal hier hin. Bei den Shurikens und mal hier auf Buy All drücken. Boom. Ja, wir sind schon ordentlich weit gekommen. Jetzt können wir den ein bisschen abwerfen. Einfach mal so ein bisschen trollen. Schauen, ob wir den töten können. Wann läuft der jetzt? Ich hab nur 12 Shurikens insgesamt. Okay, Leute, er wirft uns auch ab. Machen wir PvP-Battle, Leute. Ich glaube, der ist aber ein bisschen stärker als ich. Vor allem, er hat jetzt noch Pets und ich nicht. Ich habe ihm alle meine Pets gegeben. Ich glaube, er hat sich unsichtbar gemacht. Ah, ne, hat er nicht. Ich habe mich jetzt unsichtbar gemacht. Ich habe nur 5 Double Jumps. Jetzt hat er sich auch unsichtbar gemacht. Nein, der unten ist er. Jetzt hat er sich unsichtbar gemacht, Leute. Okay, ich sehe ihn noch. Ich verfolge ihn mit meinem Schwert. Ich bin wieder sichtbar, Leute. Der Corona-Opa. Apropos Corona, Leute, bleibt zu Hause bitte, also geht nicht nach draußen oder sowas, aber ich glaube, das wisst ihr. Ich hoffe, das wisst ihr, Leute, das ist echt eine sehr ernste Situation, da solltet ihr zu Hause bleiben. Was nochmal das Thema Scammen angeht, Leute, wie gesagt, ich habe echt oft gelesen, dass ihr von euren eigenen Freunden gescammt werdet oder sowas. Wenn jemand fragt, hey, ich kann deine Pets duplizieren, kannst du mir gerade deine Pets geben oder sowas. Erstens, wenn jemand deine Pets duplizieren kann, reicht es aus, wenn man ihm nur ein Pet gibt. Eins, ja? Da braucht man ihm nicht 6 oder sowas geben, wenn er ein Pet hat, aber Leute, das ist meistens ein Scam. Und auch wenn jemand fragt, kann ich dir gerade die Kisten einsammeln, das ist auch oft Scam. Also, tradet am besten gar nicht, dann werdet ihr auch nicht gescammt. Das ist die Lösung. Wenn ihr nicht tradet, werdet ihr auch nicht gescammt. Und was war das gerade für eine Aura? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war wegen dem Ring, oder? Das ist eine richtig kranke Aura hier. Vor allem, ich werde zum Super Saiyan Rose. Let's go, Leute. Ich frag mal, kann ich jetzt bitte... Ich habe echt Angst, dass er mich gescammt hat, ne? Ich trade ihn jetzt mal schauen, ob er annimmt. Okay, er hat angenommen, Leute. Ich hoffe, der gibt uns jetzt die Pets zurück. 1, 2, 3, 4. Wie 4? Dann, ich habe dir doch 6 gegeben. Er hat accept. Leute, ich hole mir schon mal 4. 4 sind besser als nichts. Er hat uns einfach gescammt. Also, wir haben zwar Pets zurückbekommen, aber der hat uns einfach gescammt. Mein Fan hat mich gescammt. Er hat uns einfach gescammt. Oh mein Gott, Leute. Ich trade ihn jetzt nochmal und ich will jetzt meine Pets haben. Gib mir alle. 2 noch. Hey, lol. 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 Lol, er schenkt uns Pets. Was? Er hat uns nur verarscht. Er hatte genug Pets.
Er hatte... Was ein Ehrenmann. Was ein Ehrenmann. Ich schreibe mal LOL. Danke. Was ein Ehrenmann das ist. Er hat uns einfach noch mehr Pets gegeben, als wir ihm gegeben haben. Er hat uns jetzt 4 noch extra gegeben. Das heißt, er hat uns nicht gescammt, er hat uns sogar was geschenkt. Er schreibt nur Problem. Netter Boy auf jeden Fall. Ja, Leute, was hat man denn von meinen Fans hier erwartet? Ihr seid ja die Besten. Ich frage ihn mal jetzt, kennst du Jojo Craft? Weil der hat ja seinen Merch, also der hat nicht seinen Merch, der hat meinen Merch an, Leute. Eigentlich müsst ihr ihn kennen. Hier ist er, Leute. Der Jojo Craft Merch. Er schreibt klar. Mal schauen, Leute, ich versuche jetzt mal zu schreiben, dass ich das bin. Ich weiß nicht, ob das mir glauben wird, ich denke mal nicht. Ich bin Jojo. Also wenn euch irgendjemand schreiben würde, ich bin Jojo, dann würdet ihr es ja auch nicht glauben, ne? Aber gerade bin ich es halt wirklich. Mal schauen, was er jetzt schreibt. Er schreibt, ja, okay, das war klar. Wirklich. Schreiben wir wirklich, mal schauen, was er jetzt schreibt. Okay, danke für die Pets. Leute, dann will ich an der Stelle auch die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, Leute. Wir wurden einfach von unserem eigenen Fan erstmal gescammt und dann haben wir sogar noch was geschenkt bekommen. 4 Pets, Leute. Also sind wir aus der Folge mal nicht negativ, sondern positiv rausgegangen. Ja, Leute, wir haben einfach einen Fan getroffen und er hat uns einfach Pets geschenkt. Warum denn noch nicht, Leute? Dann würde ich sagen, was mit der Folge, wie gesagt, von diesen Pets hier verlose ich sogar welche in den Kommentaren. 12 Stück insgesamt. Da wird es ein paar Gewinner geben. Dafür einfach einen netten Kommentar mit deinem Roblox-Namen schreiben, dem Video einen Daumen nach oben geben, Leute. Schaffen wir die 1000 Likes. Wenn du den Kanal abonnieren könntest, wäre das auch ganz cool und die Glocke aktivieren wäre auch korrekt. Und außerdem teile das Video gerne mit deinen Freunden, falls du nochmal über Scam ein bisschen aufklären möchtest, weil ich habe es ja eben so ein bisschen erklärt. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, was mit der Folge. Haut ihr rein und... Ciao, Leute!